Heyo Leute, nachdem ich vor etwa einem Monat beinahe an Thai-Snacks gestorben wäre, endlich mal wieder ein neues Video. Nicht, weil ich diesen Monat jetzt im Koma verbracht habe, sondern einfach, weil viel los war und ich auch, ja, sagen wir überhaupt nicht so die Muße hatte, irgendwas zu machen. Das habe ich jetzt wieder und deswegen ein kleines Video, wo ich erstmal kurz erzähle, was ist neu. Und auch vielleicht immer so einen kleinen Vorausblick geben kann, was dann demnächst kommt. Zuerst mal vorweg, euch wird aufgefallen sein, dass die Tonqualität vielleicht jetzt ein bisschen anders ist als bei den letzten Aufnahmen. Sofern ihr aufmerksam gewesen seid. Das liegt daran, dass ich momentan das Mikro, mit dem ich sonst aufnehme, noch nicht hier habe, wo ich jetzt gerade aufnehme. Sondern noch zu Hause in der anderen Wohnung. Ich wohne jetzt. Ich habe so viele Wohnungen. Ich bin praktisch umgezogen und habe deswegen eine Zeit lang jetzt erstmal gucken müssen, wie das da mit den Aufnahmen am besten läuft. Und jetzt ist es eben, wie gesagt, so, dass ich das Mikro noch nicht dabei habe. Ich nehme jetzt gerade über das Headset auf. Tschüss, Bro. Ja, und deswegen ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen dumpfer. Ich habe schon lange keine Aufnahme mit dem Headset gemacht. Ich kann das gar nicht mehr so unterscheiden, was da jetzt besser war und überhaupt. Aber so aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, das war nicht ganz so gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, Wohnungswechsel. Die neue Hardware habe ich, glaube ich, im letzten Video schon erzählt, dass ich jetzt einen neuen Laptop benutze, den mir meine Freundin geschenkt hat. Wow! Na toll. Keine Munition mehr. Aber ich muss sagen, der Laptop ist für die Ansprüche perfekt geeignet. Ich musste erstmal den ganzen Kram wieder draufladen. Ich habe mir jetzt auch HitFilm wieder runtergeladen. Das heißt, auch diese ganzen Bearbeitungsvideos und so weiter, die lassen sich damit gut anstellen. Ich habe gesehen, es sind ein paar neue Abonnenten hinzugekommen im Laufe der letzten Zeit. An die auch herzlich willkommen auf dem Kanal. Ihr werdet schon festgestellt haben, dass da jetzt nicht so regelmäßig Videos kommen, aber wenn, dann auch wenn ich Lust drauf hatte und nicht irgend so ein, oh, ich muss wieder produzieren, Scheiß. Und ja, ich werde, wie gesagt, jetzt hier erstmal für das Infovideo habe ich jetzt mal Far Cry reingelegt, aber ich werde natürlich dann auch wieder mit den Black Ops Bot Matches und so weiter weitermachen, plus wieder so ein bisschen zusammengeschnibbelter Scheiß, wie davor auch. Ansonsten denke ich generell, wird auf dem Plan, boah, auf dem Kanal alles beim Alten bleiben. Hier und da ein paar Experimente. Ihr kennt das ja inzwischen, die Leute, die länger dabei sind. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt hier so rumstotter und stammel. Das ist komplett improvisiertes Video. Ich hoffe auch, dass ich es überhaupt so hochladen kann. Nicht, dass die Mikroqualität dann irgendwie doch zu scheiße ist, weil ich habe mir jetzt ein bisschen schwer getan, das alles einzustellen. Ich habe jetzt außerdem in letzter Zeit hatte ich noch meine schriftlichen Prüfung von der Ausbildung her. Das heißt, auch da war viel zu tun. Mit den schriftlichen bin ich aber jetzt durch. Jetzt kommt dann noch die mündliche Prüfung Ende Mai, Anfang Juni, so um den Dreh. Und dann ist es auch abgehakt. Aber bis dahin muss da noch ein bisschen Konzentration sein. Ja, und ansonsten ist, denke ich, alles beim Alten geblieben. Ich habe mein Auto nicht nochmal zu Schrott gefahren. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich war im Urlaub in Paris mit meiner Freundin zusammen. Das war super cool. Wir waren sogar im Disneyland. Da will ich jetzt jeden Tag sein. Ja, komm her, du Scherge. Oh nein, verfehlt. Was wäre? Was sind das für Eimer? Ach, das war ein VIP. Na, war ja eine Herausforderung. Okay. Ja, ich will jetzt auch hier nicht so ewig rumlabern. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas Tolles noch zu erzählen habe oder erzählen möchte.
Der liebe Peter hatte mich auch schon angefragt, wie es denn jetzt aussieht mit dem nächsten Bücherpodcast. Der wird natürlich auch kommen, aber ich musste halt jetzt erstmal hier den, erstens natürlich den wichtigen Arbeitskram und Ausbildungskram hinter mich bringen und andererseits natürlich auch die Technik wieder auf den Stand bringen, mit der man überhaupt aufnehmen kann. Weil davor brauchst du keine Aufnahmen machen, wenn es dann alles kratzt und blah und die Tonqualität scheiße ist und keine Ahnung was. Muss ja auch nicht sein. Bei nächster Gelegenheit wird vielleicht mein Mikro noch Einzug halten hier. Dann könnt ihr wieder ganz normal aufnehmen, so wie ihr das gewohnt seid. Top-Qualität, Top-Kommentare, Top-Gameplay. Ja. Jetzt gucken wir noch, ob es hier was zu erschießen gibt und. Ach nee, warte. Wir gehen in die andere Richtung. Ich habe nicht. Hab keine Lust, irgendeine Mission anzufangen. Ja, und an die ganzen Abonnenten, die jetzt ewig gewartet haben und so weiter, tut mir leid, aber wie gesagt, manchmal gibt es dann auch Sachen, die da ein bisschen wichtiger sind. Ich habe es ja in den letzten Videos öfter mal gesagt, dass auch mal längere Pausen sein könnten, je nachdem, was ich da so zu tun habe, was gerade so anfällt und so weiter. Ihr werdet mir das verzeihen. Ihr seid Schlimmeres gewohnt. Ich habe ja, glaube ich, schon mal ein Jahr Pause gehabt oder wie lange das da war. Ich weiß gar nicht mehr genau. So, den Boy befreien wir noch. Tschüss. Und dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Blick auf den See, danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich bald in einem neuen Video wieder. Ich lasse mir da was Nettes einfallen. Oder auch nicht. Und dann bis demnächst. Tschüss.